Große Aufregung am Wochenende in Kelsterbach. Ein Bienenschwarm hat sich auf einem Auto niedergelassen. Jetzt im Frühjahr schwärmen sie wieder aus, unsere Honigbienen. Doch warum? Wir fragen Siegfried Schneider. Der 71-jährige Wiesbadener imkert seit 10 Jahren und kennt sich aus. Die Bienen entwickeln sich jetzt im Frühjahr sehr stark. Die Völker werden groß und es wird im Stock zu eng. Dann zieht die alte Königin mit einem Teil der Bienen aus, mit einem erheblichen Teil, bis zu 20.000 Bienen. Und die neue Königin bleibt im alten Stock zurück, sodass dann letztendlich zwei Völker aus einem entstanden sind. Die Bienen suchen also eine neue Wohnung. Und der Imker muss aufpassen, dass sie ihm nicht verloren gehen. Der Imker sollte so weit seine Völker im Blick haben, dass er weiß, wann ein Volk schwärmen will. Doch was, wenn ich ein schwärmendes Bienenvolk sehe? Ist das vielleicht gefährlich? Das Interessante ist, dass Bienen, die auf Reisen sind, sehr friedlich sind. Und eigentlich für den normalen Bürger überhaupt keine Gefahr ausüben. Sondern die Bienen sammeln sich einfach zu einem Schwarm, um dann irgendwo einen neuen Hohlraum zu suchen, um dort eine neue Wohnung zu haben. Schwärmende Bienen lassen sich an den unmöglichsten Orten nieder. Mal ist es eine Parkbank oder ein Fahrrad mitten in der Fußgängerzone. Auch Siegfried Schneider hat da schon einiges erlebt. Wir hatten in Wiesbaden auf dem Vorplatz vom Bahnhof schon mal einen Schwarm am Fahrrad hängen. Wir hatten schon an Autos Bienenschwärme hängen. Wir haben schon Bienenschwärme in Bäckereien gefunden. Sieht man einen Schwarm, sollte man den Bienen helfen, indem man, wie in Kelsterbach geschehen, einen Imker ruft. Wir haben ja in Wiesbaden ein Schwarmtelefon. Ich kriege dann den Anruf, dann fahren wir dorthin. Wir sprühen zunächst mal den Schwarm, wenn er gut erreichbar ist, mit etwas Wasser ein. Der Schwarm zieht sich dadurch zusammen, die Traube zieht sich zusammen. Und dann schütteln wir diese Traube in eine Kiste. Man kann natürlich auch Feuerwehr oder Polizei benachrichtigen. Dort kümmert man sich dann um einen Imker. Sind die Bienen gesichert, haben sie dann ja auch schon eine neue Wohnung gefunden. Das Wichtige ist, dass die Königin dabei ist. Die Königin hat einen Duftstoff, ein Pheromon. Und dieser Duftstoff ist für die anderen, für die Arbeiterinnen das Signal, hier ist die Chefin, hier müssen wir hin. Also eigentlich wie bei uns Menschen. Zusammenhalten und auf den Chef hören.